Robin Leone, was für ein wildes Ende der Match zugunsten von euch. Was ist eigentlich auf der Bank passiert vor dem 3-4? Das ist das Entscheidung, was der Chef euch noch gesagt hat? Ja, klar, eben. Es ist ein Goal. Wir wissen, es ist nicht mehr viel Zeit. Dann probieren wir alles nochmal. Wir haben den Goal rausgenommen. Es war eigentlich ein 4 gegen 4. Durch das haben wir eigentlich provisorisch Powerplay spielen können. Ja, ich glaube, alle wissen, dass Elo einen sehr guten Schuss hat. Und zum Glück haben wir ihn einsetzen und er hat sie natürlich schön verwertet. Ja. Er hat jetzt auch ein Goal gemacht, aber am Anfang muss man sagen, ist er recht unter die Räder gekommen. Ich weiß nicht, ob es wirklich so vorgesehen war. Es ist euch enorm gesteigert. Es ist auch vielleicht in den Pausen gegangen, damit man da wirklich gegen Klot ein bisschen mehr entgegen haben konnte. Ja, ich glaube, das erste Drittel sind wir, wie du sagst, unter die Räder gekommen. Ich glaube, ein Schussverhältnis spricht für das. Ich glaube, wir hatten etwa 3 Schüsse, wenn überhaupt. Ja, haben wir gesagt, wir müssen mehr machen, vielleicht ein bisschen mehr Körper spielen. Ja, durch Kampf zurückkommen in das Spiel. Und ich glaube, schlussendlich ist uns das sehr gut gelungen. Ja. Das letzte Spiel war nicht immer einfach, mit so viel Goal kassiert. Heute kann man gegen ein Top-Team so zurückkommen. Ist es vor allem moralisch wichtig? Oder gibt es einmal selber das Zeichen, hey, Mommis auf dem richtigen Weg, Richtung Playoffs? Ich glaube, das ist immer gut, wenn man gegen den Leader 3-1 Rückstand nochmal zurückkommen. Ich glaube, das tut gut für die Moral, gut für das Selbstvertrauen. Und es ist ein volles Spiel zu spielen, glaube ich. Und ich glaube, die Motivation können wir und das Vertrauen können wir jetzt mitnehmen in den Schlussspurt der Saison und uns vorbereiten auf die Playoffs. Ja. Merci vielmals.